Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich schulde euch noch meinen Lesemonat für den September. Der Lesemonat September beinhaltet nur ein einziges Buch. Es war sehr, sehr lesearm im September bei mir. Ich weiß aber auch gar nicht so richtig, woran es lag. Es war viel drumherum, es war viel Gewusel. Ich hatte viel im Kopf. Es waren noch mal viele Termine, auch seitens hier der Baustelle und Versicherungstermine. Da war der Kopf, glaube ich, einfach auch zu voll mit, sodass ich mich gar nicht so richtig aufs Lesen auch fokussieren konnte. Ich kann euch schon mal sagen, der Oktober wird besser. Da waren wir ja auch ein bisschen im Urlaub. Und trotzdem möchte ich euch natürlich auch das eine Buch noch vorstellen, was ich im September gelesen habe. Denn das war ein richtiges Highlight. Und ich kann euch sagen, ich springe auf den Hypezug mit auf. Ich bin vollkommen into it. Ich liebe ist. Ich habe es sehr, 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 sehr gemocht. Ich fange an und werde nervös, weil ich es wirklich, ich freue mich jetzt mit euch darüber zu quatschen. Es war nämlich Fourth Wing, Flieg oder Stirb, Flammen geküsst, der erste Band von Rebecca Yarros. The Hype is real, oder wie sagt man, ne? ich kann euch auch mal zeigen, es ist auch einiges an Markierungen hier reingelandet. Also ich fand sowohl den Schreibstil mega, es hat mich wie ein Sog in die Geschichte reingezogen. Ich fand die Story super gut, ich fand die Welt super gut und ich mochte unsere Charaktere sehr, sehr gerne. Ich war voll mit angekommen, ich fand es richtig spannend. Es war keine Seite zu viel, es war kein Satz zu viel, es war noch nicht mal ein Wort zu viel. Es war genau richtig. Und worum geht es denn eigentlich? Wir sind hier mit Violet unterwegs und Violets Traum ist es eigentlich, Schriftgelehrte zu werden. Und das ist auch das, worauf sie ihr Leben lang vorbereitet wurde, nämlich von ihrem Vater. Also sie hat mit ihrem Vater viele, viele Stunden in Bibliotheken verbracht, hat Geschichten gelesen, Bücher gelesen und sie besitzen auch sehr, sehr viele Bücher und vor allen Dingen ein Buch ist immer präsent und wurde immer vom Vater vorgelesen, schon als sie klein waren. Sie waren zu dritt früher. Ihr Bruder ist verstorben, ihre Schwester wird zur Drachenreiterin ausgebildet, zu der hat sie also aktuell leider keinen Kontakt. Und sie war so das Papamädchen, was zur Schriftgelehrten rangezogen werden sollte. Genau, das Ganze kommt aber nicht so, wie es geplant war und wie es kommen sollte. Die Mutter von Violet hat andere Pläne und schmeißt die ganzen gemachten Pläne mit ihrem Papa über einen Haufen und möchte, dass auch sie eine Drachenreiterin wird. Denn ihre Mutter ist die oberste Drachenreiterin, also die Generalin. Und zieht da alle Fäden und bestimmt über die Schicksale. Und die möchte auf jeden Fall, dass ihre Töchter beide zu Drachenreiterinnen ausgebildet werden und in ihre Fußstapfen treten. Das kommt Violet überhaupt gar nicht zu Pass. Sie scheint auch vom Wesen her überhaupt nicht da reinzupassen, weil sie halt auf das Gelehrtendasein vorbereitet wurde und nicht auf Kampf und Drachenreiten und so spektakuläre Abenteuer. Es kommt dann aber so, dass sie an die Akademie für die Drachenreiter kommt. Sie muss sich da einfinden, sie muss sich da zurechtfinden und dann beginnt ein sehr, sehr hartes Training, bei dem wir sie begleiten. Wir bekommen auch Unterrichtsstunden mit. Wir lernen die anderen Anwärter so ein bisschen kennen und wir werden halt auch langsam in diese Welt und in diese Politik eingeführt und ich finde es mega spannend. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, Akademie, schön und gut, aber es soll doch ein Drachenbuch sein. Ja, und also die Auswahl der Drachen, es ist nämlich so ähnlich wie in Eragon, dass die Drachen ihre Reiter erwählen. Also nicht du gehst hin und sagst, ich will den Drachen, sondern der Drache sagt,
das ist mein Reiter. Bei Aragorn ist es ja so, dass die Dracheneier erst dann schlüpfen, wenn sie bei der richtigen Person gelandet sind. Das ist hier nicht so. Die Drachen leben für sich und haben auch ein eigenes Volk mit eigenen Regeln und eigenen politischen Machtgefällen und auch eigenen Interessen. Also es ist ein eigenständiges Volk. Und während der Ausbildung müssen die Anwärter Prüfungen ablegen. Und eine dieser Prüfungen ist es, sich erwählen zu lassen, beziehungsweise wenn man nicht erwählt wird, wenn man den Drachen zu schwach scheint, bringen die einen um. Also es gibt nur den Weg wieder raus, indem man erwählt wird. Das ist halt eine dieser Prüfungen. Es gibt noch unzählige mehr. Und da nehme ich euch jetzt auch noch gar nicht viel vorweg, denn das ist auch gar nicht so Hauptteil der Geschichte, denn danach geht es noch viel weiter. So, und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass Violet als Tochter der Generalin nicht immer so ein einfaches Los hat und dass sie auch gegen viele Vorurteile ankämpfen muss, dass sie zum Teil auch so ein bisschen belächelt wird. Und wie das dann halt so ist, sie muss sich da so ein bisschen durchschlagen. Und auch hier haben wir altbekannte Muster, die wir wiederfinden. Also sie ist die Außenseiterin, will ich jetzt noch gar nicht mal so sagen, aber sie ist halt ein schwaches Glied in der Kette, die sie erstmal zu sich selbst finden muss, erstmal ihre Persönlichkeit finden muss. Dann gibt es hier drin ein riesiges Geheimnis, was enthüllt wird, was ich mega gut fand. Also mega, mega gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich wurde sehr, sehr überrascht von der Geschichte. Toll, einfach toll. Dann sind hier sehr viele spicy Szenen drin. Richtig gut geschrieben. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich musste schmunzeln. Ich fand es richtig gut. Es gibt so ein kleines Liebesdreieck. Ja, wer das nicht mag, da muss man ein Auge zudrücken. Ich finde, es nimmt nicht zu viel Raum ein. Und ich finde auch, dass es ziemlich schnell klar wird und sie ziemlich schnell gefestigt ist in der Meinung mit dem, was sie möchte. Aber ich will es erwähnen, weil es viele gibt, die das absolut überhaupt gar nicht leiden können. Und das ist drin. Also das muss man schon sagen. Ich muss aufpassen, ich will auch nicht zu viel erzählen. Ich fand es richtig gut. Es ist halt auch noch so schön. Ich glaube, das kann ich euch auch noch erzählen, ohne dass ich euch da irgendwas vorwegnehme. Ich finde nämlich auch noch die Dynamik zwischen ihr und ihrer Schwester total schön. Denn als die Schwester Wind davon bekommt, dass ihre Mutter da alle Pläne über den Haufen wirft und sie zur Drachenreiterin ausbilden will, schrillen bei ihr alle Alarmglocken, weil Violet halt überhaupt gar nicht für dieses Leben vorbereitet ist. Und sie sucht sie auf und gibt ihr so ein paar hilfreiche Tipps und Tricks, aber auch ein paar hilfreiche Gimmicks. Utensilien, die sie sehr, sehr gut gebrauchen kann und die sie auch sehr schnell gebrauchen muss. Und gut ist, dass sie die gebrauchen kann. Genau, also für mich ist es ein absolutes Highlight. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Das wäre auch ein richtig schönes Buch gewesen für in der Leserunde zu lesen. Ich habe es allein gelesen, weil es, wie gesagt, es hat sich über den ganzen September über erstreckt. Das will man ja keinem in der Leserunde antun, so lange zu warten, dann auch noch bei so einem guten Buch. Aber man kann hier sehr, sehr viel spekulieren, miträtseln und ich glaube, bei so manchen Enthüllungen hätte ich gern jemanden gehabt, um mich da ein bisschen intensiver auszutauschen. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen.
Jetzt würde mich mal sehr interessieren, seid ihr dem Hype gefolgt? Habt ihr es auch gelesen? Wie ist eure Meinung dazu? Wie hat es euch gefallen? Ja, und ansonsten lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, ciao!